Hallo, hier ist der Dale von PW Play. Wir sind zurück zu Block Story. Ja, wir sollten Rohstoffe sammeln und ich habe ja gesagt, ich werde da offscreen mal einiges machen. Nein, das war falsch. Ich wollte hier hin. Und zwar habe ich hier gefunden, wo man sieht, was man wirklich sammeln muss. Und wie ihr seht, ich habe schon einiges gemacht. Uns fehlt eigentlich nur noch Holz. Und ich wollte mir jetzt schnell eine Axt bauen gehen. Und dann sammeln wir das Holz jetzt wieder gemeinsam. Den Rest. Und dann sollte es eigentlich direkt weitergehen und mal sehen, was die Quests dann sagen. So. Das legen wir auf die 3. Das legen wir auf die 4. So. Und dann gehen wir mal los. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier direkt im Dorf die Bäume fällen. Also denke ich, gehen wir mal nach hier hinten und zum Beispiel legen wir den Baum um hier. Das zuerst. Äpfel bauen wir auch. Und Holz natürlich. Cool, mit der Eisenaxt geht das aber gewaltig schnell, ne? Aber ich sehe gerade, die Haltbarkeit ist dafür aber auch nicht besser als bei der Steinaxt, ne? Wenn wir den Baum klein haben, ist sie schon gelb. Noch so alles mal einsammeln. Die nach unten nehmen wir auch mit. So, die 4. Da sind noch ein paar Äpfelchen, die würde ich gerne auch noch, wenn ich dran komme. Zu hoch. Die ist auch zu hoch. Okay, die sind zu hoch. Die sind auch zu hoch. Kommt das Grüne da runter? Was ist denn das? Oder war der Baum da ineinander? Vielleicht waren das auch zwei, ne? Auch zwei Hölzer brauchen wir noch. Dann würde ich sagen, ein paar mehr mit, ne? Wieder. Bevor wir da wieder selber gleich Holz brauchen und dann wieder doof aus der Wäsche gucken und wieder losgehen. So, Äpfelchen. Zumindest die, wo wir rankommen. So. Ah, 9 Äpfel. 9 Äpfel sollte aber auch reichen erstmal. So, was hast du für uns? Normale Schaufel auch, ne? Eigentlich haben die nur Scheiße bei. Radar ist eigentlich ganz cool. 193 Gold, ey. Puh. Na, wir suchen erstmal Ted. Ted, Ted, Ted. Oh, ganz viele Teds. Wir nehmen den hier. Hallo, Ted. Wow, ein Wunder, dass du alles tragen kannst. Hier hast du eine Belohnung. Jetzt erkläre ich dir deinen nächsten Teil meines Plans. Plus 50 läuft ab. Was ist denn plus 50 läuft ab? Das Rummel, das mir gebracht hat, das wird ein langer Weg, was ich habe, um unsere Stadt aufzubauen. Aber es gibt noch viel mehr zu tun. Die Stadt braucht eine Mine. Das stört dich doch nicht, oder? Eine Mine zu bauen. Puh. Nö, stört mich jetzt nicht so nicht, aber... Oh Gott. Eisenerz, Gold, Smaragd. Huh. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich will nicht nur hier rumrennen und nicht wissen, was ich tue. Ich bin ja froh, dass ich Aufgaben bekomme. Und, naja. Dann machen wir die auch, ne? Aufnehmen, entfernen. Ich guck mal gerade, ich habe noch 2 Punkte. Dann machen wir die. Ach komm, mal die Abbaugeschwindigkeit hoch hier. Wollte gar nicht so sein. So, haben wir da noch Eisen drin gehabt? Jo. Da nicht mehr, ne? Ah, da ist Marek jetzt. Das packe ich mal ein. Dann sollte man nämlich auch die Sachen hier angezeigt bekommen. Ne? Das ist falsch wieder. Da wollte ich hin.
Ja. Gut. Dann bauen wir uns auf jeden Fall noch so ein Ding. Und wir bauen uns auf jeden Fall noch zwei so eine Dinger. Dann sind wir erstmal gewappnet. Und wir haben auch noch Fackeln, die habe ich gar nicht gesehen. Vom letzten Mal, wo wir da in der Höhle waren. So, dann würde ich sagen, dann schnacken wir auch nicht lange. Vielleicht schaffen wir hier in der Folge auch noch ein bisschen was. Und wir könnten auch hier eigentlich gucken, ob wir da nicht noch eine Mine selber bauen können. Ja, komm mal her, Spinnchen. Gut. Ja, der droppt nix. Guck mal, was hier noch so ist. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, wo wir rein können. Na, hier war nur das Meer. Ist natürlich jetzt blöd. In der Zeit wären wir natürlich schon in der anderen Mine drin. Da war auf jeden Fall eine ganze Menge Eisen, ne? Das haben wir ja gesehen. Aber... Scheint nicht so, als ob wir hier noch irgendwie runterkommen. Eine Runde schwimmen gehen und gucken. Ich glaube, das ist generell jetzt auch ein bisschen besser geworden, weil vielleicht erinnert euch noch in der Alpha. Ist das ein Schiff? Oh, ein Schiff, cool, da fahren wir hin, da schwimmen wir hin. In der Alpha auf jeden Fall. Da war das Wasser, dann war wieder Land, dann wieder Wasser, wieder Land und so weiter. Und irgendwie war das, hatte das überhaupt keinen Zusammenhang so. Und eine Leiter irgendwo. Da muss doch was Lootbares drauf sein, hier auf dem Schiff bestimmt. Wie kommen wir da hoch? Was? Und er hat 10.000. Oh! Ui, und der ist doch schnell, ne? Komm, er hat uns verloren, oder? Komm, lass mich hier rein. Oh. Ich wollte doch nur da rein. Oh, den anderen weg so. Oh, nein, der Dackel. Oh, das muss doch jetzt passen hier, Mensch. Wieso komme ich denn da nicht rein? So. Verdammte Hacke. Warum verliere ich denn Energie? Auch weil er ein Hai ist. So, jetzt ist kein Hai mehr da. Wieso komme ich denn jetzt da nicht rein? Das ist doch scheiße. Oh Mann, ey. Jetzt vergeude ich die ganze Folge drauf, in dieses Kackschiff reinzukommen. Oh, und meine Axt ist kaputt. Oh. Na, irgendwie kann ich da nicht hoch. Ich weiß nicht warum. Komisch. Kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ich Idiot.
Man kann doch fliegen. Habe ich ja wieder grandios verkackt hier. Mann, Mann, Mann. Ohne Kerze, die nehmen wir mit. So, ein paar Möbel ist das noch. Das sind Kisten. Ist auch nichts an den Segeln. Da ist vielleicht noch was drin. Dann gehen wir mal da runter. Ah, da gehen wir auch noch auf jeden Fall. Mal gucken. So. Schade, schade. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwo eine Kiste oder so, dass wir noch irgendwas looten können. Ist aber nicht so. Oh. Zumindest da oben noch mal. Nee, da ist nichts. Hm, schade, schade, schade. Jetzt fahren wir da runter und sind tot. Nee, machen wir nicht. Das ist unten, das ist ein untergegangenes Schiff auch. Oh nein, 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 nein! Da müsste doch unser Land sein, ne? Ja doch, von da kam er. Naja. Eigentlich wollte ich jetzt eine Mine bauen, ne? Hab ich noch irgendwie so schwach in Erinnerung. Ein Blitz. Komm noch da. Oh Mann, ey. So. Ja, hat jetzt gar nicht so gut funktioniert mit der Mine. Mit dem Schiff auch nicht, weil da nicht wirklich was war. Leider. Vielleicht können wir uns aber hier reinbauen einfach. Und finden dann unmittelbar eine Höhle. Wir schauen einfach mal. Wenn nicht, dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder zu der alten Mine gehen, die wir schon haben, weil da ist ja eigentlich alles da, was wir brauchen. Und oh. Du kleines Stück, ey. Zwei. Komm. So. Ich hoffe, dass jetzt hier bald auch eine Höhle kommt und wir nicht zu tief graben müssen. Weil die vorhandenen Höhlen, die sind ja doch auf jeden Fall ertragreicher als hier. Ist ja blöd zu buddeln, ne? Das ist leider so. Also ich denke auch nicht, dass man hier über Minecraft dieses Mining machen kann. Wo man dann einfach eine gewisse Tiefe erreicht und immer hin und her seine kleinen Schächte baut. Ich denke, hier macht das mehr Sinn, wenn man eine Höhle hat und die wirklich immer weiter runter geht und ausmutet sozusagen. Oh Mann, Mann, Mann. Kommt auch nichts, ne? Wollte ich so geschickt sein. Lalalala. So, und Level Up. Das heißt, wir haben wieder Punkte zu vergeben. Das machen wir schnell. Und zwar die Abbaugeschwindigkeit. Die wollen wir. Ja, drastisch erhöhen, um einfach auch schneller durch so eine Wand hier zu kommen, ne? Da war ein Diamant.
Ja, schau mal, ich glaube, wir haben mit 500 angefangen. Und ich habe auch schon einige ausgegeben an dem Ofen zum Beispiel. Und wir haben trotzdem 540 jetzt. Also es geht. Das geht eigentlich zügig, ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt? Die sechste, glaube ich. Und schon mit Sicherheit 60 so eine Diamanten dazu bekommen. Also bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass hier Pay to Win ist und wir absolut benachteiligt werden, wenn wir kein Geld ausgeben. Oh Mist, jetzt haben wir noch diese Steinhacken. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Na, wir sind ja schon eine gewisse Tiefe des. Ah, da ist Eisen. Sehr gut. Findet man doch was beim Graben. Oh, Golderz. Sehr gut, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir hier so. Lohnt sich das ja vielleicht doch, dass man hin und wieder den einen oder anderen Tunnel gräbt, selber auch. Ist noch Gold runter wieder, ne, oder? Da ist Gold, ja. Na, Gold brauchen wir Gott sei Dank auch nicht so viel. Da ist nochmal Eisen. Sehr schön. Den hau ich noch weg, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ah, da oben ist nochmal Eisen, den nehmen wir auch mit. So, ich glaube, dann war es das hier auch, ne? Ich grabe jetzt mal nochmal hier die Wand weg. Einfach um zu sehen, ob da nicht doch noch was hinter ist. Weil die ja nicht immer direkt zusammen sind, die Blöcke. Oh, zu früh weg. So, okay. Da ist noch ein Eisen. Dann machen wir den auch noch weg. Da finden wir noch ein Eisen, sehr gut. Dann machen wir den noch weg. Und da haben wir auch noch einen. Oh, so früh weggedrückt wieder. Mann, Mann, Mann. Und hier oben haben wir auch noch einen. Komm, dann machen wir die Wand auch noch mal weg. Ja, die Folge ist schon vorbei, sehe ich gerade. Schon wieder ein bisschen Überlänge. Macht aber nichts. Die Wand reißen wir jetzt noch ab. Und dann sehen wir, dass hier nichts mehr kommt. Hab ich eigentlich ein Bauding? Ich habe Holz genug bei, dann können wir uns alles bauen. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier und in der nächsten gehen wir nochmal in die Seite rüber. In die Seite nicht, auf die Seite rüber. Und sonst notfalls graben wir uns hier noch ein bisschen weiter durch und gucken, ob wir noch ein paar mehr Erze finden. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.